kann es sein, dass da immer wieder neue Gegner kommen, wenn ich einen Computer aktiviere? Wenn ja, dann habe ich echt ein Problem. Zumindest muss ich immer erst gucken. Was haben wir da? Waffen, grelle Lichter und das Gefühl, jeden Ja, da Moment kenne ich sterben zu schon. können. Abgesehen davon ist alles perfekt. Ja, der Spruch wird langsam irgendwie langweilig. Ich muss im Schatten bleiben. Anders geht es nicht. So, jetzt holen wir uns den da, wie immer. Oh, lolo, lolo. Wo waren da die zwei, die mich gerade entdeckt hatten? Und hopp, hoch mit dir. Du bleibst wohl besser da. Jetzt noch den hier. Aus dem Weg, Kumpel. Jetzt gehen wir nach da hinten. Da wartet doch schon sehnsüchtig einer auf uns. Du bist draußen. Hast du einen Leichensack dabei? Ah, noch geschafft. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Junge. Noch gerade so eben geschafft, hier rauszukommen. Glück gehabt. Wirklich tapfer, starker Mann. Versteck dich ruhig weiter. Ah, ich auch. Renn, renn so viel du willst. Ja, wo sind sie noch? Da läuft einer. Ich sehe dich nicht, aber ich weiß, dass du da bist. Ja, der könnte uns sehen. Aber wo bist du jetzt? Und jetzt. Hopp. Du bleibst wohl besser da. Kaum zu fassen. Richtiger Widerstand. Ich habe den Sichtkontakt verloren. Renn, renn so viel du willst. Oh, jetzt komm. Man weiß nie, wo als nächstes auftaucht. Du bist raus. Ganz ruhig, ganz. Ich sehe dich nicht, aber ich weiß, dass du da bist. Ja, ich weiß, dass du auch da bist. Und jetzt nicht mehr. Genieß die Zeit alleine. Ach, ich erinnere mich. Ich muss ein paar Fotos machen. Suchen nach Gegenständen zum Fotografieren. So, ich denke mal, die sind alle tot. Zumindest hängen an den Decken oben. Und wenn, kann ich mich immer noch zurückziehen. Weil da klappt ja super. Wenn wir das Ostkorbzeichen sehen, sollen wir ja ein Foto machen. Also. Der Fokus stimmt nicht. Der Fokus stimmt nicht, okay. Ich muss eine andere Position versuchen. Okay, andere Position. Gibt es hier aber nicht. Komme ich nicht rein. Da komme ich nicht rein. An der Größe stimmt was nicht. Mal so? Nee. Aber kann ich das nicht besser hier von... Nee, die sind auch genauso beschissen. Na komm. Die Bildkomposition muss besser zentriert werden. Ja, ist mir jetzt egal. Reicht doch so. Aber sonst sehe ich hier nirgendwo, wo ein Ostkorbzeichen drauf ist. Gucken wir mal. Ne, da ist nichts. Hier gibt es auch nichts.
Alles klar. Beweis für Experimente an Nahkampfbots bei Oscorp. Okay. So, haben wir. Jetzt geht's an die Computerhacken dran. Wenn ich mal hier den Eingang finden würde, da ist er. Das wollte ich doch gar nicht. Na komm, machen wir dann. Hier zuerst. Was gibt's denn jetzt? Kaffee und Kuchen. Hoffen wir, dass diese Sache zu etwas Gutem führt. So. Na, das war leicht. Ich muss die anderen finden. Da wären wir. Beeilung, Spidey, Beeilung! So, dann einmal wieder hoch und dann direkt hier runter. Geschafft. Oh. Das ist schwerer als Kopfstreicheln und Bauchrubbeln gleichzeitig. Konzentrier dich. Die Zeit ist knapp. Ja. Yeah. Gefunden! Super! Juhu! Perfekt. Geheimes Oscorp-Forschungslabor abgeschossen. Technik war mehr mit Fäusten. Der hängt aber auch gut, der da. Hm. Richtig so, wie so eine Puppe. Das haben wir auf jeden Fall hinter uns. Also wir müssen jetzt eigentlich immer darauf achten, dass wirklich so irgendwo ein Oscorp-Zeichen ist. Fotografieren, passt. Wenn es grün ist, dann kann ich ein perfektes Foto schießen. Da. Die Schlägertypen ignorieren wir jetzt aber mal. Hoppala. Wir kommen jetzt erstmal in der Mission weiter voran. Hooray! Das sollte hier irgendwo sein. Guck mal. Upsa. Wo ist die? Wo fliegt sie? Wo fliegt sie? Da fliegt sie. Haben wir! Hier glitzert doch noch irgendwo was. Da ist er. Hops und hops. Hier irgendwo soll ich hin. Hier runter? Ah, okay. Ab in die Kanalisation. Haben wir ja schon in Spider-Man 3. Oft genug gemacht. Deswegen sollte uns das nicht stören. Wir kennen ja schon auswendig. Kapitel 04. Der Reiz der Jagd. Spider-Man hat erfahren, dass Artenkreuzungen sich gerne in der Kanalisation aufhalten. Also geht er dort hinunter, um sich eine zu schnappen. Schlimmer hat noch kein Abenteuer von Spidey gerochen. Doch in dem dritten Teil, da war er ziemlich häufig in der Kanalisation unterwegs. Wie gut, dass es noch keinen Groß-PC gibt, sonst wäre ich, glaube ich, vom PC tot umgefallen. Will mich nicht wundern. Ja, komm, lade mal schneller. Manche infizierte Gegner bespucken dich mit Säure, wenn du ihnen zu nahe kommst. Spring über sie, um diesen tödlichen Angriff auszuweichen. Okay. Haben wir bis jetzt zum Glück noch nicht gehabt. Aber der lädt hier ganz schön viel. Das wird also eine relativ große... Mission sein, weil er ziemlich lang lädt, finde ich. Ja, jetzt hat das. Ich liebe den Geruch von Abwasser am Morgen. Komm raus, Mischdings. Dr. Connors braucht deine DNA. Abwasser am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So. Da ist nichts mehr, ne? Hier sollen wir doch irgendwas da machen. Da, so.
Ich hab Käse mitgebracht. Ja, ganz groß, gehen wir jetzt das Ding zu. Und war jetzt? Da oben hoch, denke ich mir mal. Hoppala. Komm. So. Nö, komme ich anscheinend nicht durch. Okay. Nochmal interagieren? So. Ach, da bleibt nur für eine gewisse Zeit offen, alles klar. Ach, scheiße. Das war nicht gut. So, gibt's hier irgendwo was Interessantes? Nö. Doch. Erfahrungspunkte. Sonst gibt's hier aber nix. Gut. Verdammte Axt. So viele verschiedene Tunnel? Ich wollte gar nicht die große Tour. Ich sollte langsam wie eine Spinne denken. Hm. Ja, Spinnensinn haben wir leider nicht. Das hätte ich gesagt. Ah. Alles klar, hier war doch was. Hier hat es vibriert. Wenn ich ganz leise bin, kann ich mal. Oh Mann! Du bist erledigt! Ja. So. Wie gesagt. Die Leute verwandeln sich. Sieht aus, als wäre das Virus aggressiver als erwartet. Ich muss mich beeilen, bevor es sich weiter ausbreitet. Ach, du heilige Kacke.